Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Armin Avanessian, ich begrüße Sie zur zweiten Veranstaltung in dieser langen Serie zum Thema neue Energien heute. Deswegen jetzt nur ganz kurz zu der Serie und wie sie funktioniert. Wir versuchen hier ein bisschen neu zu finden, was es sein könnte, Theorie an einem Theater zu machen. Also nicht akademisch, nicht künstlerisch, sondern ja, theatralisch, dramatisch. Wir wissen es eben noch nicht. Und heute haben wir uns etwas anderes ausgedacht oder wollen etwas ausprobieren. Das ist ein Experiment. Wie immer, Experimente können schief gehen. Wir hoffen nicht, dass es so ist, aber mal sehen, wie das läuft. Today we are in the midst of the most predictable and most consequential economic transformation in human history. Over the coming decades, hundreds of millions of jobs and trillions of dollars of wealth will be created in sectors and by companies that are committed to a low carbon, sustainable, equitable, and prosperous future. We will witness seismic changes in the way that we consume and produce energy and food, in the way that we interact with mobility and transportation systems, and in the way that we produce and consume retail goods and services. And the good news is that this transition is occurring much faster than most people recognize. The bad news, of course, is that this transition is occurring much, much too slowly. So the question that I'm occupied with, and I think many of us are, is how do we expedite this transition? What can we do to expedite the transition? We clearly need to push on all the levers that are available to us: policy, regulatory, research and development, innovation, etc. But one important lever that we need to continue pushing on is the lever of private capital. Alle wissen, wir müssen unter 2 Grad bleiben. Alle wissen auch, damit wir das Überleben der Kultur und der Menschen im Pazifik erhalten können, müssen wir unter 1,5 Grad bleiben. Manche Schätzungen sagen, das Ziel haben wir schon längst verpasst. Andere sagen, dafür haben wir noch 3 bis 5 Jahre. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie wenige Leute das eigentlich wissen, wie wenig Zeit wir noch haben. Ich möchte auch davon berichten, von Menschen, die schon heute erleben, am eigenen Leib, dass die globale Klimakrise für sie eine existenzielle Bedrohung sein kann. Und ich möchte berichten von einem Fall aus Peru, und zwar von Saul Luciano Luya. Saul ist Kleinbauer und Bergführer in der peruanischen Stadt Huaraz. Huaraz liegt in den Anden und oberhalb der Stadt ist ein Gletschersee. Die Lagune Palcacocha. Diese Lagune wird von einem Gletscher gespeist und die Gletscher in den Anden schmilzen jedes Jahr schneller aufgrund des Klimawandels und der globalen Erwärmung. Und deswegen ist diese Stadt ganz akut bedroht von einer Überflutung durch einen Gletscherseeausbruch. Das würde weite Teile der Stadt zerstören und das würde eben auch Sauls Haus und damit eigentlich sein gesamtes Eigentum zerstören. Das heißt, wir haben ein Designproblem und wir überlegen uns nicht, wie wir unsere Sachen eigentlich designen müssten, dass sie dafür gemacht sind, dass wir sie nutzen und genauso dann, dass die Umwelt sie nutzen kann. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie könnte das gehen, dann sprechen wir bei Cradle to Cradle von einem biologischen und einem technischen Kreislauf. Das heißt, Produkte so zu gestalten, dass sie entweder als Verbrauchsprodukt in biologische Systeme gehen können oder als Gebrauchsprodukt in technischen Systemen immer wieder zirkulieren und nicht zu Abfall werden, sondern zu Nährstoff für etwas anderes. Deswegen Cradle to Cradle, also von der Wiege zu Wiege, statt von der Wiege zur Bahre. Wenn die Vortragenden vielleicht noch mal kurz vorkommen könnten und sich hier hinsetzen könnten. Die grundsätzliche Frage hier am Tisch war, glaube ich, einerseits die nach dem Agenten von so einem Wandel, den Nora vorgeschlagen hat. Also die Grundfrage, wenn Wachstum, es war eine Frage, ist Wachstum das Problem? Ist Kapitalismus das Problem? Ist diese Definition, wie wir leben wollen? Ist die Definition von Bedürfnissen das Problem? Die Frage, wie kreieren wir Aufmerksamkeit? Wie können wir vielleicht auf der EU-Ebene das umsetzen? Wie können wir Probleme, die eben bei der Beweisaufnahme im Gutachtenprozess sind, der sehr teuer ist, angehen? Das heißt, wir sind schon sehr tief eingetaucht
in einige der spezifischen Problemfelder dann bei dem Case, den wir gehört haben. Danke. Ja, wir haben zuerst mal ein paar Fragezeichen gehabt und über die verschiedenen Ebenen diskutiert, die es gibt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen aber jetzt ein paar radikalen Utopien hier entwickeln. Das war ja die Aufgabe. Also haben wir gesagt, und wir waren uns alle einig damit und waren auch ganz glücklich mit diesen Lösungen, dass die Politik zum Beispiel das Verbot von Autos in Städten ausspricht oder das Verbot von Tierprodukten per se oder das Verbot von fossiler Energie. Das ist eine Lösung aus unserer Sicht. Und natürlich ist uns klar, dass das nicht ohne die Gesellschaft geht. Deswegen haben wir im nächsten Schritt gesagt, wie kann man dahin kommen, dass auch genug gesellschaftlicher Druck entsteht, damit solche Verbote ausgesprochen werden. Ja gut, jetzt haben wir sozusagen, die Politik müsste, die Gesellschaft sollte, die Märkte könnten und wir alle könnten auch. Aber unser Ansatz war ein bisschen anderer und ich denke, das war auch was auf dem Panel die ganze Zeit durchgeschieden ist. Es gibt natürlich Leute, die mit diesen Zielen nicht einverstanden sind und die haben gute Gründe, das zu tun. Das heißt, es gibt einen Status quo und er setzt sich zur Wehr. Das heißt, in letzter Konsequenz geht es darum, wenn wir das, was wir hier sehen wollen, durchsetzen müssen, dann geht es um gesellschaftliche, politische Kämpfe, die gewonnen werden müssen. Also danke nochmal an die Gäste und wirklich an Sie alle für die flipchartige Mitarbeit und so weiter. Ja. Ja.